In diesem Video tanzen wir beide gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Leben. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest für noch mehr Sinnlichkeit, dann gerne jeden Donnerstag 19 Uhr via Zoom. Schau gerne einmal in die Videobeschreibung, da findest du alle Informationen. So, dann fangen wir an mit der Tanzkombination. Ich tanze sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. Das ist die kleine Tanzkombination und dann fangen wir an. Du stellst dich in eine schöne Grundpose. Das bedeutet, deine Füße nimmst du zusammen und drehst jetzt mit den Zehenspitzen 45 Grad nach außen, dass sie jetzt in die Diagonale deines Zimmers zeigen, also so in die Ecke deines Zimmers zeigen. Und jetzt stellst du den äußeren Fuß auf. Und zwar so hier. Stell dir vor, du hast jetzt einen High Heel an. Ja, der Fuß ist dicht am anderen Fuß, also jetzt hier nicht irgendwo so, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie bedeckt dein anderes Knie. Nicht so, sondern so. Du richtest dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und diese Pose gibt jetzt hier so richtig schön diese Sanduhrform und hier eine schöne Kurve. Jetzt nimmst du deine Hände in die Hüfte und wackelst viermal mit der Hüfte. Und zwar 1, 2, 3, 4. Anschließend nehmen wir beide Arme nacheinander nach oben und machen eine schöne Pose. Es geht los mit dem linken Arm und zwar linker Arm und der rechte Arm. Halte diese Pose jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, dass dabei jemand ein Foto von dir schießt. Ich erkläre das Ganze nochmal. Ich mache es nochmal und erkläre ein bisschen was dazu. Und zwar, wenn du deine Arme nach oben nimmst, dann nimm sie wirklich den ganzen Weg von unten an nach oben. Und achte darauf, dass dein Arm hier schön elegant aussieht. Also nicht so. Und nimm den Arm wirklich von unten an nach oben. Also hier nicht von der Mitte irgendwo, sondern einen schönen, langen, eleganten Arm. Von unten an den ganzen Weg nach oben und schau ihm dabei hinterher. Und wenn dein Arm oben ist, bleibt die Schulter unten. Also nicht die Schulter bis zum Ohr hoch, das nicht, sondern die Schulter bleibt unten. Und dasselbe jetzt mit dem anderen Arm. Ja, also Arm schön lang, elegant und strecken. Nach oben nehmen, hinterher schauen, Schultern unten und... Okay, und jetzt nehmen wir die Arme wieder runter. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag via Zoom eine Stunde lang von 19 bis 20 Uhr. Ja, und du findest noch weitere Details unten in der Videobeschreibung. Und ja, da erkläre ich dir dann nochmal viel mehr. Du kannst mir all deine Fragen stellen und ja, wir tanzen da jede Stunde eine kleine Burlesque-Tanzkombination.
Und das sind auch in sich abgeschlossene Stunden. Also wenn du jetzt nicht jede Woche schaffst, dabei zu sein, dann ist das nicht schlimm. Ja, dann kommst du einfach so, wie du Zeit hast und wie es dir gefällt. Und ja, ich würde mich freuen, dich via Zoom jeden Donnerstag begrüßen zu dürfen. Ja, schau einfach mal, wenn dich das interessiert, in die Videobeschreibung. Okay, und weiter geht's hier mit unserer kleinen Choreografie. Jetzt machen wir diesen Schulterwirbel und laufen dabei 3 Schritte nach vorn. Der Schulterwirbel ist hier dieses Kreisen mit deiner Schulter nach hinten. Ja, also kreise beide Schultern abwechselnd nach hinten. Und auch hier sind die Arme schön lang und elegant und die Handflächen zeigen zum Boden. Und dabei jetzt einfach nach vorne laufen, 3 Schritte. Und jetzt hier noch ein bisschen spielen mit dem Schulterwirbel, ein bisschen so mal zur Seite drehen, lächeln, zur anderen Seite drehen, nochmal lächeln. Als nächstes machen wir die Bumps. Die Bumps sind diese schnellen, zackigen Bewegungen und wir machen die jetzt zweimal, zweimal, also zweimal zur jeden Seite. Und dann nochmal, zweimal zur jeden Seite. Wir fangen an mit rechts. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ja, und macht das richtig so mit Schmackes, mit Schwung. Das sind wirklich so sehr kraftvolle Bewegungen, passen zum Beispiel auf Trommelmusik. Ja, also das sind wirklich so sehr, wirklich energische Bewegungen. Und nach den Bumps kommen die weichgeschmeidigen Bewegungen, die Grinds, und zwar diese Bewegungen. Dabei kannst du dir vorstellen, du hast Wasser in deiner Hüfte und malst mit der Hüfte eine 8 auf den Boden. Und wir beenden die Choreografie mit einer Schlusspose. Und zwar beide Arme gleichzeitig nach oben. Tada! Genau, jede Burlesque-Tanzkombination fängt mit einer Pose an und endet auch mit einer Pose. Genau, und jetzt tanzen wir diese Tanzkombination noch einmal gemeinsam mit Musik.